Na gut, dann geht's jetzt weiter mit unserer Jagd nach Rätseln. Da war ein Teleporter. Ich sollte mir echt angewöhnen, überall schön diese riesigen, fetten Markierungen zu machen, wie hier, wenn irgendwo was war, wo wir nicht weitergekommen sind. Aber gut, ich habe jetzt keine Lust, die ganze Etage nochmal durchzusuchen. Also gehen wir zu den Rätseln, die wir auch garantiert wissen. Das wäre hier und dann nach oben. Warum ist die Tür wieder zu? So, wir haben uns wahrscheinlich irgendwann mal hier eingebunkert, um in Ruhe zu schlafen. So, jetzt sind wir hier. Oh, die Tür geht einfach von alleine wieder zu. Was soll das denn? Entschuldigung? Wie kriegen wir die Tür wieder auf? Das ist jetzt nicht gut. Da ist die Tür. Ich glaube, es war ein Zeiträtsel. Wir mussten irgendwo hier hinten was drücken und dann schnell genug da wieder hinkommen. Oh, das könnte doch was sein. Ein Kopf aus Stahl. Das hier ist ein Morgenstern. Der hat einen Kopf aus Stahl. Ja. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dich nehmen wir auch mit. Mann, ich hätte schwören können, hier wäre irgendwo ein Knopf. Und dann mussten wir schnell genug dahin. Na gut. Darum müssen wir uns dann später kommen. Runter kommen wir irgendwie schon. Sonst springen wir einfach in ein Loch. So, da geht's auch runter. Das heißt, wir müssen hier rum, darum. Und schon mal einen Feuerball vorbereiten, falls hier irgendwas respawnt ist. Was haben wir hier? Ach ja. Ich wollte gerade sagen, ach, die Photonenkanone. Das könnte auch für das Rätsel sein, aber ich habe nicht wirklich Lust, einen Ogerhammer mit mir rumzuschleppen. Der wiegt viel zu viel. Der Magier kann ihn tragen, na gut. Bolzen nehmen wir auch mit. Der hat ja schließlich auch einen Kopf aus Stahl. Und ist eine Jagdwaffe. Jo, einfach alles mitnehmen. So, hier geht's wieder hoch. Ach du gute Güte. Lauter Krimskrams. Aber Kettenschuhe werden wir nicht brauchen für das Rätsel. Ein Speer hat auch einen Kopf aus Stahl. Jede Waffe hat einen Kopf aus Stahl. Na gut, Speer nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Wurfäxte. Nehmen wir auch mit. Ist hier nur Essen drin? Nö, da ist gar nichts drin. Das kann dann auch hier bleiben. Noch ein Speer und Notizen. Na gut. Die Schalter hatten wir gedrückt, um hier an Secret zu kommen. Das ist okay. Den Teleporter kann man nur auf die andere Seite. So, andere Seite. Was hatten wir hier? Blauer Kristall ist egal. Da ging es hoch. Wollen wir hoch? Und was war da? Oh, da ist noch eine geschlossene Tür. Da fällt mir ein, haben wir eigentlich das Rätsel mit der Zugluft gelöst? Das war hier. Nee, war es nicht. Oh, das Rätsel mit der Zugluft. Da waren so schleusenartige Dinger. Genau hier. Da und da. Da müssen wir hin. Also runter. Und das dürfte auch nicht so schwer sein. Egan meinte, es gäbe nur vier verschiedene Kombinationen. Und vier Kombinationen müsste ich eigentlich hinbekommen. Außer ich übersehe einen Schalter und denke, es gibt nur drei. So, was haben wir hier? Ein Faustdolch. Na gut, wir wollten alles mitnehmen, was einigermaßen waffenähnlich oder rätseltauglich sein könnte. Also machen wir das auch mal. Hier geht's nicht runter. Das heißt, wir müssen darum. Ach, ärgerlich.
Weil das sah so aus, wenn man hier irgendwelche Rätsel machen müsste, um... Ich bin im Kreis gelaufen. Als ob man da irgendwelche Rätsel machen müsste, um weiterzukommen. Also hier durch mit den Falltüren. Falltür? Keine Falltür. Falltür? Keine Falltür? Ah, gut. Ja, dann können wir auch kurz mal in den Raum reingucken, ob da noch irgendwas übersehen wurde. Hier war ein Secret, anscheinend. Hier ist ein zerfledderter Umhang. Da drunter war, glaube ich, ein Schlüssel gewesen. Und hier ist auf den ersten und zweiten Blick nichts mehr. Okay, hätten wir das auch gelöst. Oder abgehakt, besser gesagt. So, hier war das mit den Schatten. Dass wir nur im Schatten uns bewegen durften. Ich hoffe einfach mal, dass das Rätsel jetzt deaktiviert ist. Nö, war es nicht. Aber es war eine gute Abkürzung. Also hier sind jetzt vier Türen. Die Notiz, wie das mit den vier Türen ging, habe ich garantiert weggeschmissen. Oh, wir haben eine Notiz von Toro, die wir gar nicht gelesen haben. Der Berg wurde von plötzlichen Beben erneut erschüttert. Sie scheinen von unter meinen Füßen herzukommen. Auch vom Kern des Berges. Ich denke, ich komme der Quelle immer näher. Kann auch weg. Also ja, schönes Story-Element, aber ich brauche Platz im Inventar. Das war das Schattenrätsel. Nee, das war das Wurfrätsel unten bei den Schatten von den Fackeln. Das kann auch weg. Ich hätte jetzt gern die Notiz für die Zugluft. Und hier ist eine Notiz, dass er nichts gefunden hat. Die kann auch weg. Und das war das Drachenrätsel. Was haben wir hier alles für komische Schriftrollen dabei? Nö. Und die wichtige, die wir eigentlich brauchen, haben wir nicht. Also, ich glaube mich zu erinnern, dass man alle bis auf eine öffnen oder schließen musste. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, welches von beiden es war. Oh, vielleicht die Notiz? Ah, genau, das ist die richtige Notiz. Ich habe herausgefunden, dass wenn du alle bis auf eine Tür öffnest, die eine, wo der Zug am stärksten ist, eine Wand sich öffnet. Da hat er was von seinen Schätzen hinterlassen. Okay, also alle bis auf eine Tür. Die Tür kriegen wir gar nicht auf, denn es gibt nur einen Schalter und der ist hier draußen. Und genauso war das hier, glaube ich, auch. Hier konnte man zwar rein, aber man konnte nicht weiter. Gucken wir uns die Tür mal von der anderen Seite an. Okay. Und wo geht eine Wand auf? Und wäre hier die Zukunft am stärksten? Weiß ich nicht. Aber kriegen wir die auch irgendwie auf? Ja, die kriegen wir auch auf. Auch von der anderen Seite. So, also die Tür war es nicht. Das heißt, wir schließen jetzt mal die Tür. Ich höre keinen Stein auf Stein. Die Tür. Ich höre auch keinen Stein auf Stein. Und die Tür. Ich höre auch keinen Stein auf Stein. Das waren alle vier Türen. Wahrscheinlich ist irgendwo zwischendurch eine Wand aufgegangen. Wir haben es bloß nicht gesehen. Also, machen wir es jetzt nochmal. Die Tür ist zu. Die da. Markieren wir mal. Und gucken uns jetzt einmal um, ob hier irgendwo eine Wand offen ist, die vorher zu war. Dem scheint nicht so zu sein. Fackel weg. Neue Fackel. So. Dem scheint nicht so zu sein. Also, gucken wir hier nochmal. Nö. Hier irgendwo. Nö. Und weiter weg wird das nicht sein. Also machen wir die Tür jetzt wieder auf. Machen die Tür hier zu. Markieren sie als gedrückt. Und schauen uns nochmal um.
Tada! Das war ja echt nicht schwer. Eine Kettenhose. Haben wir schon. Okay, weg damit. Wo kommen die Wurfdolche her? Und noch eine Kampfaxt. Haben wir davon jetzt nicht schon... Davon haben wir schon eine, ja. Schön. Ein unnötiges Rätsel, aber eins mehr für unsere Statistiken. So, das kann alles weg. Das haben wir gelöst. Fällt mir hier noch irgendwo ein Rätsel ein? Nö, ich glaube nicht. Dann können wir mal hoch. Ich will endlich wissen, was es mit meinem Stahlplattenpanzer auf sich hat. Aber das ist noch ein paar Ebenen weiter oben. So, wir werden jetzt hier. Haben wir hier die Schatzkammer? Wo wir die Tür da hinten schon aufgemacht haben. Dann haben wir hier jetzt noch die Armbrust. Und hier Ressourcen. Also Flasche, Kräuter und eine Bombe. Das heißt, da habe ich nicht wirklich Interesse dran. Denn, wie schon bemerkt wurde, benutze ich viel zu wenig Tränke. Bomben nur Notfall und Flaschen haben auch mit Tränken zu tun. Also, nö. Oh, was war ich mit dieser sulfrigen, schwefelartigen Lösung? Vielleicht ist das ja irgendeins von den vier Rätselgegenständen. Man kann sie trinken. Ja, das sollte man vorher abspeichern. Aber das machen wir später unten im Rätselraum. So, also ich nehme die Armbrust. Und ich hoffe einfach mal, dass man nicht unten noch irgendwo goldene Schlüssel braucht. Und das war nur eine stinknormale Armbrust. Davon hatten wir schon mal eine, oder? Ja, also wir haben gerade einen goldenen Schlüssel verbraucht, den wir nicht hätten verbrauchen müssen. So, was war hier oben noch? Also, das, diesen Fünferwulst hier aus Enz lassen wir mal da, weil da immer noch eine Tür ist. Die Eisentür. Die Eisentür ist offen und da ist nichts mehr drin. Also kann das hier alles weg. Wir könnten oben Essen holen, aber wir haben jetzt schon viel zu viel Essen. Wir haben drei Kisten voll Essen einfach rumstehen lassen. Also gehen wir darum und machen hier das Grubenrätsel zum dritten Mal oder so. Sie hat mich garantiert noch ein paar Mal auf dem Weg dahin verlaufen, aber das ist okay. Oh, und bei dem Grubenrätsel waren die Feuerelementare, die respawnen. Also sollten wir schon mal ein Feuerschild vorbereiten, weil ich höre jetzt schon Feuerelementare. Und die Krabbe. So, den Stein nehmen wir mit. Und er ist überladen. Er ist einfach was. Wo ging es dahin? Und warum habe ich das markiert? Achso, das ist die Kämpferherausforderung. Da können wir noch nicht hin. Obwohl, wir können einfach mal kurz gucken. Er hat sich da ja irgendwas durch irgendwas getan. Nö, hat sich nichts getan. Ja, das war sehr wissenschaftlich. Einmal gegen die Tür hauen, um zu gucken, ob sich was verändert hat. Ja, Glanzleistung. So, links rum. Ich höre immer noch die Krabbe. Aber die hätte eigentlich ganz woanders sein müssen. Na gut. Komm in die Schussbahn. Jetzt komm näher in die Schussbahn. Level up. Schöne Sache. Ja, doch, langsam gehen die Feuerelementare. Sonst immer noch nervig, aber machbar. Das Ausweichen nervt nur richtig. So. Das müsste es, glaube ich, hier gewesen sein, an Feuerelementaren. Aber gehen wir lieber auf Nummer sicher, denn ich habe keine Lust, jetzt gleich mitten im Rätsel plötzlich von irgendeinem Feuerelementar gehauen zu werden. Nö, ich sehe auch nirgendwo eine Lichtveränderung. Schaut gut aus soweit. Also, zu dem Rätsel hier. Obwohl, ich mache erstmal einen Cut. Das heißt, abspeichern. LP. 47, weil dann können wir den Speicher noch gleich benutzen, falls wir zu oft runterfallen
Um uns den ganzen Weg zu ersparen. Denn letztes Mal waren das ja allein schon 6 Minuten allein durch nur wieder hoch und runter laufen. Also hochlaufen, runterfallen. Also bis gleich.